So, unsere wunderbaren Weintrauben sind erntefertig. Da auch nicht. Erstmal Krüstchen. Lässt wieder Steine regnen. Soll er mal machen? Entfernen. Die Trauben sind tot. Sie haben alle die Nacht nicht überlebt. Auch wenn Edwin das gesagt hat. Irgendwas ist schiefgelaufen. Vielleicht weiß Edwin mehr? Ja, und jetzt dürfen wir die alle einzeln wegräumen. Das ist so ein Mist. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte die nur wegräumen. Und man kann nicht mal das Unkraut verkaufen. Also wirklich, wir haben jetzt 40 von den Dingern völlig umsonst eingepflanzt. So, wir räumen weg. Wir rupfen das Zeug aus dem Boden. Und wir haben Stufe 21 Landwirtschaft. Dann haben wir noch einen Fisch. Und einen Brief. Oh, da haben wir was nicht rausgerupft. Dann würde ich sagen, wir wechseln erstmal die Axt, da wir die ja jetzt benutzen dürfen. Oh, wir sind komplett voll. Das wird ja lustig. Das kann aber auf jeden Fall erstmal raus. Dann nehmen wir den da eben mit. Holen uns den einen Schlüssel hier. Dann schauen wir mal eben, was wir wegwerfen können, die Fische. Wir hauen erstmal die Fische weg. Dann eine Greenroot. Zuckerrohr, da machen wir später Zucker draus. Die Axt kann weg, da machen wir Schokolade draus. Fisch kann weg. Und Rest weiß ich noch nicht so richtig. Erstmal schmeißen wir hier das rein, was sowieso... Okay, Kupfer war noch gar nicht drin. Wir brauchen auf jeden Fall eine neue Truhe. Die können wir bei Gelegenheit einpflanzen. Die Tomate kann eigentlich weg. Oder wir verarbeiten sie weiter. Schokobeeren verarbeiten wir später weiter. Kleiner Mana-Wälzer, die können wir gleich mal alle essen. Eisen ist nicht drin. Zuckerrohr ist drin. Oh, toter Baumstamm. Doch, die können wir wohl verkaufen. Das ist beruhigend. Ich meine, die sind nichts wert, nehme ich an. Ja, sind ein Goldstück sind sie wert. Die Mana-Wälzer, gaben die nicht Mana? Rechtsklick öffnen. Gaben die nicht Mana? Irgendwie sowas? 38 Mana? 40 Mana, ja, die gaben Mana. Also rein damit. Haben wir das mit dem Geldbeutel inzwischen geskillt? Haben wir nicht Geheimfach. Dann nehmen wir die auch noch nicht mit. Aber das ist, glaube ich, auch das, was ich als nächstes mitnehmen würde. Dann lass doch da einen Punkt reinstecken. Landwirtschaft haben wir einen Punkt. Futterlieferung. Bergbau haben wir 5 Punkte. Heieieiei. Geschwindigkeit aller Werkzeuge. Erhalte die Chance, einen zusätzlichen Barren zu bekommen. Das will ich auf jeden Fall. Vakumulus ist ein Zauber, der ist gar nicht so übel. Juwelenhandwerker. Schalte das Rezept für die Herstellung von Tisch für Juwelenhandwerk am Tisch der Handwerker frei. Am Tisch für Juwelenhandwerk können Ring und Amulette hergestellt werden. Mana-Folianten. Schaltet die Fähigkeit frei, Mana-Folianten am Amboss herzustellen. Außerdem sind die Rezeptkosten für Mana-Folianten 0, 15, 30% günstiger. Kerkerkundiger. Feinde in der Mine gewähren einen Bonus von 3, 6, 9 Erfahrung auf Bergbau, wenn sie getötet werden. Das finde ich relativ Quatsch. Wir machen erstmal den Ofen besser. Die Werkzeuge besser. Und die da. Dann haben wir die erstmal durchgelevelt. Finde ich gar nicht schlecht. Kampf, 3 Punkte. Hi. Intellekt erhöht das erhöht den Zauberschaden für Maximalmana. Wir benutzen zwar noch keine Zauber, das wird noch passieren. Dann haben wir Schwerterschaden, uninteressant. Fernkampfgeschosse. Ich bin mir nicht sicher, ob damit auch die Schussgeschwindigkeit gemeint ist oder wirklich nur die Projektilgeschwindigkeit. Projektilgeschwindigkeit geschenkt. Schussgeschwindigkeit wäre ziemlich cool. Extra Panzerung.
Wir nehmen die Panzerung. Ach, und dann sind wir schon bei Flammengeschossen. Die nehmen wir auf jeden Fall. Mana-Leitung. Das Töten eines Feindes stellt 1% von deinem Maximalmana wieder her. Minimum 1, 1,52 Mana wiederhergestellt. Hiebartige Schläge nach einem Sprung einer Spritztour oder einem Luftsprung wird der mit Schwertern und Armbrüsten verursachte Schaden eine Sekunde lang um 15 erhöht. Nett, aber naja, heißer Schuss nehmen wir auf jeden Fall. Deine Armbrust feuert jetzt flammende Pfeile ab, die 0, 1, 2 mehr Schaden pro Schuss verursachen und 2, 3, 4 Sekunden Brandschaden verursachen. Verstärkte Rüstung verringert den durch Feinde erlittenen Schaden um 6 oder 12%. Das ist auch nicht schlecht. Fischen haben wir einen Punkt, dann nehmen wir weiterhin die Automatisierung. Wir können, damit die Webstühle an den Netzen günstiger werden. Die Netze an den Webstühlen günstiger werden. An alle Kunden, ich schreibe euch, um euch mitzuteilen, dass der Sunhaven Pharmaladen dank eines neuen Lieferanten jetzt seltene Elfentraubensamen führt. Ja, so ein Zufall, wo gerade welche eingegangen sind. Bitte kommt im Pharmaladen vorbei, wenn ihr euch an der Kultivierung dieser bemerkenswerten Trauben versuchen wollt. Schließen. Weißt du, ich habe meinen Anteil an Trinkkumpanen in der Taverne, aber du scheinst jemand zu sein, der nur reden will. Ich fand das anfangs etwas nervig. Ei, vielleicht bist du mir ans Herz gewachsen. Du kannst mir jederzeit einen Drink ausgeben, Farmer. Eswin, das ist aber großzügig, dass wir das dürfen. Da wir gleich sowieso wieder Dinge anpflanzen dürfen, machen wir das mit der Farm später. Wir gehen erstmal zu Edwin. Ja, wir gehen erstmal ans Gemeinschaftsbrett. Will of Iron. Ich suche, ach so, die will wieder 5 Eisenerz. Das können wir aktuell noch nicht machen. Warnards Nachschub. 25 Klötze. Ja, machen wir. Kein Problem. Kannst du haben. Die hatten wir aber, glaube ich, auch schon, die Quest, ne? Der will einfach Zungenspatel herstellen und braucht dafür Baumstämme. Die müssten wir eigentlich noch in der Tasche haben. Sind das die Stämme, die ich brauche? Danach werden dem Krankenhaus nie wieder die Zungenspatel ausgehen. Vielleicht habe ich sogar ein bisschen übertrieben, als ich um so viele Stämme gebeten habe. Ja, schon wieder. Ja, danke für die Hilfe. Kein Problem, wir nehmen das Gold. Erkundung ist erstmal ausreichend gelevelt für die Axt. Die können wir jetzt benutzen. Das ist gut. So, haben wir auch schon wieder einen Max-Mana dazu bekommen. Ab in die Taverne. Und mit Edwin schimpfen. Was das denn soll? Mit den Elfentrauben. Eigentlich könnte ich inzwischen viel mehr springen, ne? Also viel öfter springen. Wir haben ja jetzt inzwischen ein bisschen Mana. Wir müssen gar nicht so sparen. Pferde, die hier vorbeikommen, müssen hungrig sein. Was untersuchst du da? Du sollst da reingehen. Ja. Nun, hallo, Farmer. Lass dich raten. Du hast mehr Trauben, als du tragen kannst. Und bist bereit, meine Rechnung zu begleichen. Ich habe die Trauben gepflanzt, aber sie sind eingegangen. Was ist passiert? Hm? Ist das so? Weißt du, wenn ich so darüber nachdenke, diese Trauben brauchen mehr als nur Wasser. Man muss ihnen auch ein paar Manieren einflößen. Du meinst nicht Mana? Ja, das habe ich doch gesagt. Manieren. Deshalb kann ich die stinkenden Dinger nicht züchten. Da du mit deinem schicken Sonnendrachensegen aus Chatgespräch bist, dachte ich, du wüsstest, was zu tun ist. Aber so ist das Leben nun mal. Ihr wollt also lernen, wie man Manas aufgießt. Vielleicht bei der Erzmeisterin oder Erzlabyrinth oder was auch immer du sie nennst. Du meinst Zunderkopf? Das rothaarige Menschenmädchen. Wenn dir jemand helfen kann, dann ist es bestimmt. Ich weiß, dass ich es nicht bin. Ja, dann gucken wir mal, ob Zunderkopf uns helfen kann. Lucia, meine Liebe, ist doch bestimmt wieder im Rathaus, oder? Bei wichtigen Gesprächen.
Und sie wird sich wie immer Zeit für... Ist sie im Rathaus? Sie ist nicht im Rathaus. Ach, Lucia ist noch beim Frühstück. Alles klar. Mit Catherine. Dann nehmen wir doch das. Gegen den Pilz springen. Sehr gute Idee. Lucia. Untersuchen. Das sieht wie die frisches Brot aus Limes Bäckerei aus. Das sieht aus wie frisches Brot aus Limes Bäckerei. Inhaltlich identisch, aber andere Satzstellung. Jetzt bin ich hungrig. Ich auch. Lucia. Guten Tag, LeFlay. Wie läuft es mit euren Bemühungen, einen Weg nach Nelvari zu finden? Ich habe nicht daran gedacht zu fragen. Was? Leute! Ihr müsst, glaube ich, mal über eure Übersetzung drüber gucken. Oh, ihr braucht meine Hilfe beim Infundieren von Mana. Das ist eine etwas unerwartete Bitte, obwohl ihr nach einer versteckten Elfenstadt sucht. Also ist es vielleicht doch nicht so unerwartet. Zufällig ist es etwas, mit dem ich mich auskenne und natürlich werde ich euch helfen zu verstehen, wie es funktioniert. Wenn ihr mich in meinem Büro im Rathaus... Wenn du mich in meinem Büro im Rathaus triffst, würde ich dich gerne in der Kunst der Mana-Infusion unterrichten. Ich muss mich im Moment um einige Angelegenheiten kümmern, zum Beispiel Frühstücken mit Catherine. Also warten Sie bitte in der Lobby des Rathauses und ich werde Sie in Empfang nehmen, wenn ich bereit bin. Ich freue mich darauf, von dir zu lernen. Besuche die Lobby des Rathauses und warte auf Lucia. Auf geht's. Es ist ein Hin und Her. Jeden Tag und immer wieder. Wache! Ist da jemand? Kann aus dem Ding kaum heraussehen. Super Wache. Der kriegt ja alles mit. Hallo, LeFlay. Bist du bereit, etwas über Mana-Infusion zu erlernen? Danke, dass du mir hilfst erstmal. Aha, erwähne es nicht. Ich helfe dir, um mir zu helfen, Sunhaven zu helfen. Ha, kapiert? Ja. Ich will es mal so ausdrücken. Mana existiert in jedem Lebewesen, in jeder Pflanze und jedem Tier, sogar in dir und mir. Es ist die Macht. Jedes Mal, wenn ihr einen Zauber sprecht oder Magie einsetzt, greift ihr auf das Mana in eurem Inneren zurück, um diese Handlung auszuführen. Ergibt das soweit Sinn? Nun, wenn du einen Zauber aussprichst, ziehst du Mana durch dich hindurch und gibst es in der Form des Zaubers, den du gewählt hast, wieder frei. Ja, soweit alles klar. Denkt einfach nicht zu viel darüber nach. Mana ist ein natürlicher Bestandteil von allem und für Menschen wie dich und mich ist es eine Erweiterung unseres Wesens. Tut mir leid, ich hoffe, ich erkläre das alles richtig. Ich versuche, mich an die Dinge zu erinnern, die mein Großvater mir gesagt hat, als er mich ausgebildet hat. Ich werde versuchen, eine gute Schülerin zu sein. Versuch dich einfach zu entspannen, LeFlay. Ich weiß, dass du es gut machen wirst. Wenn es darum geht, Mana zu infundieren, stell dir vor, du würdest einen Zauber sprechen, aber ohne den Teil, an dem du die Energie am Ende entlässt. Stattdessen ziehst du das Mana durch dich auf und hältst es fest. Das Leben ist ein Schwamm und Mana ist Wasser. Also, wenn du das Mana also nach oben ziehst, wird das Leben um dich herum dieses Mana auf natürliche Weise in sich aufnehmen. Ich bin verloren und ohne Kurs. Ich dachte, es wäre vielleicht etwas schwierig zu verstehen. Das ist schon in Ordnung, LeFlay. Ich denke, es wird dir leichter fallen, es zu verstehen, wenn du es versuchst. Hier, siehst du diese Topfblume? Sie ist schon lange verwelkt, aber mit Mana kannst du sie wiederbeleben. Versuchen Sie, Ihr Mana so zu konzentrieren, dass es diese Pflanze durchdringt. Ich weiß, dass das ein sehr umfangreiches Konzept ist, aber versuche... es dir wie eine sanfte Bewegung einer einfachen Aufgabe vorzustellen. Die Formulierung ist schwierig. Wie das Schwingen einer Axt oder vielleicht wie das Drücken eines Knopfes. Ihr werdet wissen, ob es funktioniert. Glaubt mir. Jetzt versuche deine Konzentration, LeFlay.
Ich gehe zur Pflanze und drücke E. Wow, du hast es geschafft. Und das so schnell. Ich denke, ich sollte nicht überrascht sein, aber ich kann mir nicht helfen. Sehr gut gemacht, LeFlay. Ist das alles, was Sie wissen? Diese Übersetzung. Das ist die Grundidee, ja? Mana einflößen ist aber mehr als nur eine niedere Aufgabe. Es geht um das Teilen von Energie und Leben. Zumindest hat mein Großvater das so gesagt. Und damit hatte er recht. Mana ist Energie. Wenn man wenig davon hat, ist Essen eine gute Möglichkeit, um wieder aufzutanken. Wenn du also vorhast, viel Mana zu verbrauchen, nimm auf jeden Fall viel Essen mit. Hast du schon mal eine Gruppe von Leuten dabei beobachtet, wie sie einen Zauber wirken und dann eine Pause machen, um etwas zu essen? Hinterher sind so viele Teller schmutzig. Als letztes möchte ich darauf hinweisen, dass eine einzige Mana-Infusion nicht viel Mana verbraucht. Aber ihr solltet euch bewusst sein, dass sich mehrere Infusionen sehr schnell summieren können. Ja, ich muss wahrscheinlich 40 infundieren. Wenn ich schätzen müsste, wie viel Energie eine Infusion benötigt, würde ich sagen, 5 Mana. Ergibt das alles Sinn? Nein, überhaupt gar nicht. Ich glaube, ich habe den Dreh raus. Ausgezeichnet. Hier, die möchte ich dir geben. Das sind Mana-Tränke. Sie werden euch helfen, euer Mana voll zu halten, auch wenn ihr es verbraucht. Sie waren mir eine große Hilfe, als ich lernte, Mana aufzufüllen. Ich wünsche euch viel Glück. Ich danke dir, Lucia. Gut, wir haben 2 Mana-Pötte. Und jetzt müssen wir wieder mit Edwin reden. Hat der noch Saatgut oder müssen wir das jetzt schon kaufen gehen? Gehen wir mal fragen. Ich meine, er ist ein Elf. Um der rassistischen Denkweise weiter zu folgen, der hat bestimmt noch Samen. Wo kommen Elfensamen genau her? Ich will's vielleicht gar nicht wissen. Schon wieder untersuchen. Taverne. So, Edwin. Hallo, mein Vater. Was ist das für ein Blick in seinen Augen? Hat dieser Erzminister alles über Mana-Infusion beigebracht? Hey, gut. Ich nehme an, du bist bereit, wieder zu versuchen, dieses Raum zu sichern. Was? Sein Glück, dass ich noch mehr Saatgut hier habe. Viel Glück hieß mein Farmer. Ja, danke, ne? Schon wieder 40. Auf geht's. Das sind ja nur 200 Mana. Beziehungsweise wir haben ja sogar 50. Ja, dann sind das ja nur 300 Mana. Quatsch. Was erzähl ich für einen Quatsch? Das sind ja so 250 Mana. So, waren wir schon in unserem Gemischtwarenladen und haben die täglichen Angebote gekauft? Ich glaube nicht. Nein, waren wir nicht. Es gibt Karotten, 8 Links. Das werden ja immer mehr. Und es gibt Zuckerrohr, 8 Links. So. Okay, dann ab rüber und wieder alles zukleistern mit Saatgut. Dafür müssen wir erstmal aufhacken. Und wir machen das jetzt aber direkt, damit das Mana sich über Zeit schon mal regenerieren kann. Weil wir so natürlich direkt 25 Mana raushauen. Und somit... Das war doof. Und somit keins mehr haben. Aber das sieht doch schon viel gesünder aus mit dem Glitzer darüber. Na komm. So. Ich denke aber, dass wir zwischendurch was essen müssen für Mana. Wir werden das sonst auch über den ganzen Tag nicht schaffen, alle zu infundieren. Nicht mal, wenn wir nur die 40 machen und die 10 noch auf Tasche halten. Manchmal will er halt einfach nicht, ne? So, haben wir schon mal alles aufgehackt für die Trauben? Dann können wir die jetzt hier schön verteilen.
Jo, haben wir noch 20. Haben wir noch 10, das passt. Sehr gut. So, haben wir auch gar nichts mehr an Mana. Dann können wir ja jetzt hier wieder alles voll machen. Mein Vorschlag wäre, egal was morgen ist, es ist natürlich irgendwas, wir gehen morgen in die Mine und sollten dann eigentlich genug zusammenbekommen, um die Spitzhacke zu bauen. Dann machen wir morgen nichts anderes, machen einen langen Tag. Außer natürlich die Farm bestellen. Also bewässern. Nicht großartig bestellen, aber bewässern. Ja. Ich denke, das ist eine gute Idee, denn dann können wir hier anfangen aufzuräumen. Na? Ja, in der ganzen Zeit hat sich jetzt gerade mal 7 oder 8 Mana regeneriert. Das wird so nix. Wir müssen in den sauren Apfel beißen, beziehungsweise in die Beeren oder so, damit wir ein bisschen Mana bekommen und den Quatsch da oben infundieren können. Unkraut streicheln, ja. Muss nicht sein. Immer noch kein Unkraut streicheln. Immer noch kein... Was läufst du mir denn hinterher? So, 2 können wir immerhin wieder. Haben wir... Die können ja erstmal weg. Die Himbeeren geben Mana. Auf geht's. Jo. Nee, da wollte ich gar nicht dran. Kein Mana mehr. So, dann ist wieder ein bisschen was infundiert. Und dann können wir erstmal weiter bewässern. Ich weiß gar nicht, kann man die auch noch infundieren, wenn man schon bewässert hat? Wahrscheinlich, oder? Dann können wir auch erstmal durchkippen hier alles. Und das Mana aufladen lassen. Dann nützt bloß nicht zu viel fressen. Ihr kennt das. Das ganze Spiel über nichts zu sich nehmen und dann am Ende beim Bosskampf alle Heiltränke noch im Gepäck haben. Das ist ganz normal. Bloß nichts verschwenden. Man könnte es ja nochmal brauchen. Eigentlich totaler Quatsch, vor allem, weil wir hier alles nachproduzieren können. Gehen wir gerade mal. Ja, wir können es auch im Nachhinein noch bespaßen. Das ist gut. Das heißt, wir können die alle durchbewässern und müssen nicht darauf achten, ob wir schon haben oder nicht. Wir müssen nur darauf achten, dass wir am Ende des Tages alles infundiert haben und uns fehlen noch 13. Das ist ein bisschen was. Da muss das Mana noch ein bisschen regenerieren. Jo. Können eigentlich tatsächlich die beiden Raspberries hier, Himbeeren, eben noch reindrücken. Dann haben wir auch wieder einen Platz im Inventar mehr frei. Das ist natürlich auch ein Argument, um Dinge zu essen. So rechtfertige ich auch immer, jetzt doch noch irgendwas zu snacken. Ich brauchte Platz im Kühlschrank. Das ist eine super Rechtfertigung. Kann keiner was gegen sagen. Das Inventar war voll. Du sollst voll machen, nicht gießen. Na also. Fünf brauchen wir noch. Das kriegen wir. Da brauchen wir auch nichts mehr für Essen. Das regeneriert sich von alleine. Und wir sollten, glaube ich, eine neue Kiste bauen, um mal wieder ein bisschen was abzulegen hier.
8-mal Zuckerrohr. So, haben wir das. Und dann haben wir auch noch ein paar Karotten, wenn ich mich nicht irre. Wasser. Und den Rest hier bewässern. Wie viele Karotten haben wir? Waren das 7 oder waren das 8? 8. Ja, das passt ja genau nicht da oben. Wir können aber tatsächlich die Dinger hier wegräumen. Ja, es dauert eine halbe Ewigkeit, aber sie kommen weg. Sehr gut. So, hartes Holz. Klar. Machen wir noch einen in die Richtung. Das Ding ist ja jetzt weg. Dann können wir hier noch die 8 Karotten reinhauen. So. Und dann können wir die 8 Karotten noch nass machen. Wir haben ja auch noch Blumen. Wir wollten das mit den Bienen eigentlich mal angehen. Echt, kommt so nix. Es ist immer was zu tun. Ist wie im echten Leben. So, wie weit seid ihr denn mit Krusty da oben? Werdet da nochmal fertig. Oh, das ist gut. 2/3 sind weg. Das heißt, der wird morgen oder übermorgen wird er fertig. Wahrscheinlich morgen. Wenn wir noch 2-3 Mal selber draufhauen, dann morgen. Infusion haben wir jetzt alle. Also genug Mana für den Rest, so. Und jo. Morgen können wir die dann vielleicht ernten. Wir wollten uns eine Kiste noch bauen. Auf geht's. Und wir müssen neue Bretter machen. Machen wir direkt mal ein paar. Die neue Kiste kommt einfach neben die alte, würde ich sagen. Kiste. Haben wir noch was zu verkaufen? Das Zeug würde ich erstmal einlagern. Das können wir einlagern. Die können wir in den Boden stecken eigentlich. Machen wir eine neue Reihe auf, damit wir uns da nicht vertun. Obwohl, wir können hier einfach weitermachen. So, haben wir wieder einen Platz frei. Dann haben wir hier noch das Goldsäckchen, was weg kann, also in die Truhe kann. Das kann noch in die andere Truhe. Einfach damit wir morgen für die... Wir können drinnen vielleicht eine Truhe machen für... Wo sind die? Da sind die Tokens. Drinnen vielleicht eine Truhe machen für alles Essbare, was wir weiterverarbeiten wollen. Ist ja vielleicht noch eine Idee. Tierfutter kann draußen bleiben. Da, Zuckerrohr. Obwohl das eigentlich jetzt noch nicht lohnt. Jo, dann stellen wir das Trüchen erstmal hier daneben. Dann kommt hier rein das Essbare, das Saatgut. Und die machen wir auf, sobald wir da mehr für bekommen. Lava-Honig, den können wir auch weiterverarbeiten tatsächlich. Dann kann das erstmal da rein. Da haben wir keinen Platz für. Dann operieren wir mal die hier raus und das da und schmeißen stattdessen das Baumaterial da rein. Das ist für die potenziell Küche später. Das ist zum Öffnen, wenn wir genug gelevelt haben. Was wir damit machen, habe ich noch keine Ahnung. Die Tokens haben wir hier drin. Das Futter packen wir hier rein. Und die Beeren sind zum Essen, die Cookies sind zum Essen, die Schlüssel brauchen wir dann morgen in der Mine. Für Eisenerz haben wir leider keinen Platz. Dann tun wir das Werkzeug auch noch in die andere Kiste, einfach damit es ein bisschen geordnet ist. Kohl. Ja, aha, das passt eigentlich hier ganz gut. Na, dann schmeißen wir den Kram noch in die andere Truhe. Was wollte ich da reintun? Die Seite wollte ich reintun. Dann schmeißen wir das in die andere Truhe. Den können wir vielleicht mal benutzen. Und das Werkzeug schmeißen wir ja auch noch rein. Dann haben wir hier ein bisschen was zu... Wir haben einen ganzen Stack Äpfel, dann lassen wir mal einen da. Wir haben jede Menge zu essen.
Für den Notfall Weizen können wir erstmal hier lassen. Wäre potenziell auch was für die Küche. Dann lassen wir das so. Okay, wir haben 23.30 Uhr. Ja, wir kriegen jetzt, glaube ich, nichts mehr hin auf die Schnelle. Gut, gehen wir ins Bett. Gehen wir schlafen. Möchtest du schlafen? Ja, ich muss ja. Wir haben 420 Erfahrungspunkte verdient, was einfach Bullshit ist. Wir haben 900 alleine in Farming, wir haben 900 in Erkundung und nochmal 60 in Fishing und 30, knapp 40 in... Ich weiß nicht, was er hier zusammenrechnet. Das ist Mumpitz. Ich hoffe, das mit dem Gold stimmt so.